Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Da ist die Treppe. Die ist aber gut versteckt hier von der Seite, muss ich sagen. Oh, aber Thema. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den Kuchen. Weil ich habe gerade dieses Geräusch gehört und habe die heute noch nicht... Ah ja, hier ist der Eingang. Hatte sie heute noch nicht angenommen. Die Scheine. Oh, das ist nicht gut. Ja, es tut mir leid, aber du bist eine Nebenquest. Ich habe keine Zeit für dich gerade. Liebe Leute, ich bin da. Der kleine Almanach des Dolchsturzbündnisses. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Neu gekrönter König Emmerich. So, haben wir noch andere Bücher? Wir müssen nach oben, denke ich mal, ne? Da hier unten nichts aufgeht. Nee. Oder doch? Oder nicht? Moment. Hä? Ach, da. Hä, da habe ich doch eben hingeguckt. Da wurde mir aber nichts angezeigt. Hey, Hübsche. Hat Fürst Baccaro mag verkündet haben, dass dies eine Feier für die Allianzanführer ist. Doch alle sind nur gekommen, um die Heldin zu sehen, die das Kastell aller Flaggen gerettet hat. Ich bin beeindruckt, wie rasch die Kunde sich verbreitete. Auch wenn ich womöglich etwas damit zu tun hatte. Na, geht euch noch etwas anderes durch den Kopf, Jarkan? Ich wollte euch nur eines wissen lassen. Ich habe das mit Fürstin Arabelle geklärt. Sie betrachtet meine Schuld als vollständig beglichen. Ich glaube, sie könnte uns beide miteinander verwechselt haben. Doch ich lasse mir das nicht entgehen. Also nur rein da mit euch und viel Vergnügen auf der Feier. Ich bin sicher, wir sehen uns noch. Ihr wart auch ein Teil hiervon. Das ist doch eure Feier. Ich habe mich ein paar Mal verkleidet, stimmt. Und ich bin froh, dass alle in Sicherheit sind. Doch von diesem ganzen Heldenkram kriege ich Ausschlag. Ich bin nicht dafür gemacht, so viel Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Wie dem auch sei. Fürstin Arabelle möchte sich gern vor dem großen Ereignis mit euch unterhalten. Sie wartet drinnen. Also, das mit der Aufmerksamkeit kann ich so nicht stehen lassen. Immerhin werde ich nicht vergessen, wie er sich ausgezogen hat, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Als Ablenkung bei dieser großen Feier da irgendwie mit den ganzen Gräfen und weiß ich nicht was. Viel Glück, Jarkan. Ich gehe mit Fürstin Arabelle reden. So, sie steht oben. Können wir danach nochmal mit den anderen reden? Ich denke mal schon. Nicht meine beste Arbeit. Doch dieser Ort ist passabel. Ja, ist doch schön hier. Wo ist das Essen? Wie ich sehe, habt ihr unsere königlichen Gäste davon überzeugt, zu unserer kleinen Zusammenkunft zu kommen. Gut gemacht, meine Teure. Nun zum kniffligen Teil. Sie müssen überredet werden, für Fürst Baccaros Gespräche zu bleiben. Nach so vielen Gefahren könnte ich es Ihnen nicht vorwerfen, wenn Sie beschlüssen, lieber zu gehen. Die Allianzanführer willigten ein, die Feier zu besuchen. Und ich glaube, sie werden auch für die Friedensverhandlungen bleiben. Bestens, meine Teure. Ihr habt Emmerich und die anderen vor dem Orden der Emporstrebenden beschützt und der Bedrohung durch den Magus ein Ende bereitet. Zudem habt ihr auch noch die Gespräche gerettet und die Hoffnung auf einen Frieden bewahrt. Nehmt dies. Dieser Tag ist euch genauso gewidmet wie den anderen. Ich habe eine Ansprache zu halten. Wir haben ein kräftigendes Amulett erhalten vom Set Mut der Standhaften und den Anzeigkartensatzfragment des Diplomaten. Also das Fragment. Egal, das hat auf jeden Fall mit den Karten zu tun. Und einen Fertigkeitspunkt. Wir sind hier, um die Zusammenkunft dreier großer Anführer zu feiern. Und um jener Heldin, die die Delegierten rettete und unsere Hoffnungen auf Frieden am Leben erhielt, unsere Wertschätzung zu zeigen. Im Namen von Fürst Baccaro und der Liga der Standhaften bitte ich unsere geehrten Gäste, die Feierlichkeiten zu genießen. Das Admiri-Dominion dankt unserer Heldin und verspricht eine Teilnahme, sobald die Gespräche weitergehen. Der Ebenherzpakt stimmt aus vollem Herzen zu.
Genau wie das Dolchsturzbündnis. Ein dreifaches Hoch auf unsere Heldin und auf Fürst Bakaro. Gut gesprochen, Großkönig, Königin und Prinz. Lasst die Feierlichkeiten beginnen. Ja, dann würde ich sagen, dass ich mich auch zu den Feierlichkeiten hinzugeselle. Ihr habt die Allianzanführer gerettet und dafür gesorgt, dass es zumindest noch Hoffnung auf Frieden gibt. Darauf könnt ihr stolz sein. Also ich dachte, Funke hat vorher weniger gesprochen, aber irgendwie hat die immer... Ja, du freust dich auch, ich weiß. Irgendwie hat die jetzt neuerdings immer was Positives dazu zu sagen. Du bist die Druidin, okay. Ihn kann man anscheinend nicht auswählen. Ja, wahrscheinlich, weil wir mit denen schon gesprochen haben. Schade, dann sprechen wir mit denen nochmal, mit denen wir noch nicht gesprochen haben. Gut gemacht, meine Freundin. Was ihr hier erreicht habt, was ihr verhindert habt. Wir alle schulden euch so viel mehr als unseren Dank und unsere guten Wünsche. Wenn es je etwas geben sollte, das ihr vom Steinlehre-Zirkel benötigt, dann braucht ihr nur zu fragen. Ist im Steinlehre-Hain wieder alles beim Alten? Mehr oder weniger. Die Natur neigt dazu, das Unerwartete zu tun, aber das ist eben Teil ihrer Herrlichkeit. Der Geist des Hains ist mittlerweile mehr Partner als Werkzeug und dafür bin ich dankbar. Ihr habt das ermöglicht. Das wird der Zirkel euch nie vergessen. Und was ist mit dem Vulkan? Haben die Druiden schon herausgefunden, wie sie ihn wieder zum Schlafen bringen können? Nein, noch nicht. Es ist, als würde der Fels sich weigern, mit uns zu sprechen. Dabei sind wir doch die Steinlehre-Druiden. Ich war damit beschäftigt, den Hain zu beruhigen, aber ich werde meine Hilfe nun wohl auch bei den Untersuchungen der Lavaschlote und des Vulkans anbieten. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nun denn, die kennen wir nicht, oder? Ihr habt da eine ziemliche Ehre seitens dieser geschätzten Persönlichkeiten erfahren. Ich bin doch einigermaßen sicher, dass sie nur einen kleinen Teil eurer Heldentaten kennen. Wenn diese Gespräche Erfolg haben, könnten wir diesen Krieg bald enden sehen. Dann würden keine Leben mehr beim Streben nach der Macht weggeworfen. Wie stehen die Dinge im Herrenhaus der Standhaften? Dank euch geht alles langsam wieder seinen gewohnten Gang. Die Symptome durch Viralens Experimente sind bei unseren Patienten abgeklungen. Nun können sie sich auf die Beschwerden konzentrieren, die sie ursprünglich zu mir geführt hatten. Das wird auch ein harter Kampf werden. Allerdings einer, für den wir ausgebildet wurden. Es sagt mir jetzt trotzdem gerade nichts, ganz ehrlich. Werdet ihr im Herrenhaus der Standhaften bleiben? Oh, natürlich. Solange dieser grauenhafte Krieg tobt, werde ich helfen, die Verwundeten zu heilen. Und ich glaube an Fürst Bakaros Traum. Etwas über das Leben unserer Feinde zu erfahren, eröffnet den besten Weg zum Frieden. Also entweder bezieht sich das auf was, was wir noch nicht gemacht haben, oder ich hab's echt verdrängt. Ich hab keine Ahnung. Nichts kann die Speerspitze oder die Mannschaftsmitglieder, die ich verlor, als sie unterging, ersetzen. Doch wenn ich sehe, dass der Großkönig und all die anderen Leute lebendig und wohlauf sind, macht das einiges wieder gut. Ach ja, das und die Nereiden sangen, schätze ich. Was steht für euch als nächstes an, Captain Kalin? Ich gehe nirgendwo hin, bis Großkönig Emmerich zu Ende gebracht hat, wofür er hergekommen ist. Aber das geht in Ordnung. Das verschafft mir Zeit, eine Mannschaft anzuheuern und die Nereidensang wieder in Schuss zu bringen. Ihr habt vor, die Nereidensang zu behalten? Fürstin Arabelle hat darauf bestanden und die Herzogin schien nichts dagegen zu haben. Ich habe aber noch nicht entschieden, ob ich sie umbenenne. Der Name eines Schiffes ist stark mit Glück verbunden. Ach, und da ich schon hier bin, habe ich zugestimmt, dabei zu helfen, die Delegierten zu beschützen. Das zusätzliche Gold kann ich gebrauchen. Das glaube ich gern. Kaska. Gut, dass ich euch am Amenos-Strand nicht gefressen habe, Wanderin. Ohne euch wäre all dies deutlich schwieriger gewesen. Und nein, ich fresse nicht wirklich Leute. Das ist nur Senche Rathumor. Soweit ihr wisst. Und dennoch guckt sie mich jedes Mal mit so Killerblick an. Was werdet ihr als nächstes tun, Kaska? Das hängt von Königin Iren ab.
wir bleiben in Gonfalon, solange sie hier ist. Doch, das ist mir sehr recht. Wir haben ein neues Schiff und eine neue Mannschaft, die es einzuweisen gilt. Und ich werde Saji im Auge behalten, wie immer. Ja, dann viel Spaß dabei. Nach Schiffbruch, Gefangennahme und gefährlichen Kämpfen hat sich Saji eine Auszeit verdient. Und vielleicht auch etwas Anerkennung für seinen Heldenmut und sein Können, ja? Saji ist der Held des Tages. Nach euch natürlich. Ein Prost auf eure Ehre. Was steht für Captain Saji als nächstes an? Lange sonnige Tage und laue Nächte voller Lieder, Getränke und Liebe. Das hofft Saji zumindest. Da Königin Aire niemanden sonst hat, der auf diesen Inseln auf sie aufpasst, verpflichtet sich Saji hiermit dafür zu sorgen, dass sie alles bekommt, was sie braucht. Habt ihr nicht auf Der perfekte Sprung 2 zu tun? Diese Aufgabe ist in Kaskas Krallen besser aufgehoben. Wer soll denn nach Königin Eiren sehen, wenn nicht Saji? Fürstin Arabell hat ohnehin darauf bestanden, dass wir helfen, die Delegierten zu bewachen. Was soll dieser also tun? Saji kann nur hoffen, dass seine Hingabe angemessen entlohnt wird. Jo. Durch und durchgehen kann ich noch nicht. Ich fühle mich hier ein wenig überfordert. Die Medaillons, die ich vorbereitete, haben so viel Ärger gemacht. Und dann scheiterten auch noch die magischen Schutzzauber, die ich in der Gedenkhalle wirken half bei der Abwehr des Magus. Und nun soll ich meine Bemühungen auf die Diplomatie ausrichten? Was macht euch Sorgen, Falesea? Ich bin keine Diplomatin. Bisher bestand meine Aufgabe darin, Fürst Baccaro und Fürstin Arabell mit meiner Magie zu unterstützen. Ich begriff, was sie brauchten und wie man es für sie anfertigte. Aber ich weiß nichts über das Führen von Verhandlungen. Ich verstehe nicht, warum die Gilde mich geschickt hat. Die Magiergilde muss glauben, dass ihr diese Aufgabe übernehmen könnt. Es gibt andere Magier mit mehr Erfahrung, so wie Vanus Galerion oder sonst irgendwer. Sie wären bessere Unterhändler. Ah, das ist der Punkt, nicht wahr? Meine Rolle hier ist gar nicht die einer Unterhändlerin. Ich soll nur ehrlich in meinen Aussagen sein und für alles offen bleiben. Das bekomme ich hin. Das ist doch schön. Als die Kamals Fluch an den Felsen vor der Amenos-Passage sank, hätte ich mir nicht erträumen können, dass diese Zeit kommen würde. Doch nun beginnt erst die harte Arbeit. Nun, nachdem die harte Arbeit für den Wiederaufbau des Kastells aller Flaggen abgeschlossen ist, dann beginnt die richtig harte Arbeit. Besteht noch Hoffnung, die Kamals Fluch zu bergen? Ach, leider nein. Sie wird nie wieder segeln. Doch nach den Kämpfen vor dem Eiland aller Flaggen sind mehrere Schiffe des Ordens der Emporstrebenden zurückgelassen worden. Da der Orden mein Schiff in ein Wrack verwandelte, hoffe ich, eines der ihren als Ausgleich zu übernehmen. Was werdet ihr dann tun? Eine Mannschaft anheuern und hier in Gonfalon wieder flott machen. Ich weiß nicht, wie lange Prinz Irnskar vorhat, hier zu bleiben, aber es wäre mir eine Ehre, ihn sicher nach Hause zurückzubringen, wenn die Zeit gekommen ist. Bis dahin habe ich Fürstin Arabell versprochen, dabei zu helfen, alle Delegierten zu beschützen. So, jetzt bin ich gerade am Gucken. Ich weiß gar nicht. Ach, Rigot, der Ungestürmer. Was machst du denn hier? Besteste Freundin! Ich wusste gar nicht, dass ihr ebenfalls ein Wunderdiplomat seid. Prinz Irnskar sagt, ihr habt die Friedensgespräche gerettet, indem ihr ihm das Leben gerettet habt. Zweimal! Das ist sehr starke Diplomatie. Warum ist mir das nicht eingefallen? Wie läuft der Kulturaustausch, Rigurd? Oh, sehr gut. Tanilin und Ulgunasch meinten, meine Diplomatie war so stark, dass sie nicht mehr diplomatiert werden müssen. Sie sagten, ich soll Diplomatie an neuen Leuten begehen und neue Freunde finden. Gegen wen habt ihr heute sonst noch so Diplomatie begangen? Alle in der Stadt. Seeleute, Kaufleute, Fischhändler, Hafenarbeiter,
Bettler. Jeden, den ich erwischt habe. Die Leute mögen einen, wenn man ihnen Getränke spendiert. Obwohl ich nicht genau weiß, was das dem Ebenherzpakt bringt. Ja. Die sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich möchte den Leuten nicht einfach nur helfen, damit sie mir dankbar sind. Aber wenn man dafür auf solche Feste eingeladen wird, dann beschwere ich mich nicht. Was macht ihr denn noch hier? Wo sonst soll ich ein Schiff finden, wenn nicht in Gonfalon? Ich werde mir eine Überfahrt buchen. Bis dahin helfe ich den Leuten. Ihr helft den Leuten? Ja. Angefangen habe ich damit, Ratten von einer Galeere zu singen. Ein bescheidener Anfang. Aber jetzt kommen die Leute mit ihren Problemen zu mir. Ich mache mir einen Namen. Es ist vielleicht nicht viel, noch nicht. Aber ich habe es mir selbst erarbeitet. Und es ist mein Name, nicht der meines Vaters. Was habt ihr jetzt vor? Ich werde Spaß haben. Vielleicht mal neue Gerichte kosten. Es ist schön, auf einem Fest zu sein und nicht befürchten zu müssen, dass man etwas aufführen muss. Und danach? Dann werde ich gegen Monster kämpfen. Echte Probleme lösen. Wie ihr. Sie übrigens gerade... Ja, das können wir mitnehmen. Sehr schön. Dann nehmen wir das auch mit. So, Herzogin. Ach, das ist die... Ja, ja. Man erzählte mir, dass mein Bruder während seines unverantwortlichen Angriffs auf das Kastell aller Flaggen durch eure Hand starb. Hätte ich seine Intrigen doch nur früher durchschaut, hätte er womöglich verschont bleiben können. Doch ich nehme an, er ließ euch keine Wahl. So war er. Graf Damar wollte die Allianzanführer töten. Wenn mein Bruder sich ein Ziel gesetzt hatte, ließ er nicht zu, dass sich ihm irgendetwas oder irgendjemand in den Weg stellte. Wir hatten nie eine sonderlich enge Beziehung, doch diese verschlechterte sich nur noch, nachdem ich den Titel unseres Vaters angenommen hatte. Und nun hat er unser Haus an den Rand des Ruins getrieben. Am Rande des Ruins? Der Großkönig sagt, er macht mich nicht für die Missetaten Damars verantwortlich. Doch die Schiffe, die das Kastell aller Flaggen angegriffen haben, wurden in der Dufour-Werft gebaut. Und viele unserer Ritter kämpften unter dem Helm der Emporstrebenden. Unsere Ehre ist unwiderruflich beschmutzt. Tja. Ja, sie kann man anscheinend gar nicht anwählen. Ich dachte gerade kurz, ich hätte sie anwählen können, aber anscheinend nicht. So, Moment, hier sind wir komplett durch gewesen. Sie kann man nicht an... Achso, Jarkan. Ihr habt ziemlich Eindruck hinterlassen, meine Freundin. Zu schade für euch. Nun wissen alle wichtigen Leute, wen sie rufen müssen, wenn sie etwas erledigt haben wollen. Ihr armer Tropf werdet keinen Augenblick mehr Ruhe haben. Brecht ihr wirklich auf, Jarkan? Ja, wirklich. Doch ihr kennt mich. Ich halte mich bedeckt und trotzdem findet mich irgendeine Art von Ärger. Ja. Ich schätze, ich bin wie einer dieser Magnetsteine. Also keine Aufträge für Fürstin Arabelle mehr? Versteht mich nicht falsch. Fürstin A ist toll und sie zahlt gut. Doch ich muss eine Grenze ziehen, wenn es darum geht, mich ehrbar zu verhalten und ganz heldenhaft zu sein. Ich bin ein Dieb. Ich habe an meine Außenwirkung zu denken. Doch ich sage niemals nie. Wenn man das macht, greift sofort das Schicksal ein. Okay, Captain Jamila. Die konnten wir jetzt nicht, genau. Wenn ihr also gerade nicht damit beschäftigt seid, gegen Piraten zu kämpfen, rettet ihr offenbar Könige und Königinnen. Vielleicht reist ihr auch nur einfach dorthin, wo der Wind euch weht. Jeder hier steht tief in eurer Schuld. Ganz besonders ich. Die Vagabund bleibt sicher und ist weiterhin bereit, dem Dominion zu dienen. Wo geht ihr als nächstes hin? Wo immer es mir gefällt. Das sind die Freuden des Lebens auf See. Für uns stehen einige Aufträge an. Seefahrer müssen immerhin auch essen. Doch ich glaube, wir können uns einen kleinen Landgang leisten. Und Königin Eiren hat darum gebeten, dass wir uns später unterhalten. Ich vermute mehr gefährliche Fracht in unserer Zukunft. War Oplan nicht hierzu eingeladen? Ich hatte diese saure Katze darum gebeten, mitzukommen und sich bei euch zu bedanken.
Doch er hatte kein Interesse. Er meinte, dass er alle Kisten noch einmal durchzählen müsste. Der hört nie auf zu arbeiten. Doch ich weiß mit absoluter Gewissheit, dass er dankbar für alles ist, was ihr getan habt. So, dann gucken wir mal. Die hatten wir alle. Fürstin Laurent, was macht ihr denn hier? So sehr ich Feste auch zu schätzen weiß, wartet doch noch Arbeit auf mich auf dem Eiland. Und der arme Stibbons steht auch nicht mehr in der Blüte seiner Jugend. All diese Aufregung setzt seiner ohnehin schon fragilen Konstitution enorm zu. Grüßt Fürstin Arabelle schön von uns, falls wir schon weg sind. Aber ich dachte, die sind irgendwo in der Zwickmühle und die ist irgendwie gefangen genommen worden oder so. Also zumindest hat Stibbons mich doch, ich glaube, in der letzten Folge kurz angesprochen. Warum sind die jetzt hier? Habt ihr noch Nebenwirkungen von diesem Fluch, vor dem ich euch gerettet habe? Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich lieber nicht an dieses furchtbare Ereignis zurückdenken. Ihr habt keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn ein vulgärer, lüsterner Kapitän in eurem Kopf ist. Obgleich ich sagen muss, dass er recht anregende Wallungen in mir hervorgerufen hat. Ah, okay, also ich schätze, das wird dann wohl diese Quest sein, die ich halt nicht angenommen habe, weil das ja keine Hauptquest war. Was steht für euch und Stibbons also als nächstes an? Ich muss mich noch um ein paar Dinge auf dem Eiland aller Flaggen kümmern, bevor die Friedensgespräche weitergehen können. Und danach, wer weiß. Ich gehe dorthin, wo man mich braucht, und Stibbons wird mir treu folgen. Jemand muss schließlich meine Habseligkeiten tragen. Jemand so Berühmtes und Gefragtes wie ihr hat sicher viele Optionen. Das versteht sich von selbst. Ich bin schließlich Tamriels gefeiertste Schatzjägerin und Autorin. Vielleicht bleibe ich noch zu den Friedensgesprächen. Aber ich habe auch von merkwürdigen Vorkommnissen auf der Telvanni-Halbinsel gehört. Ich könnte auch Hammerfall besuchen. Dort war ich ewig nicht mehr. Aha, also da gab es schon eine Anspielung auf die Telvanni-Halbinsel. Bin ich ganz ehrlich, habe ich wahrscheinlich damals komplett übersehen oder wusste nicht, was das war, weil das ja erst in dem nächsten Kapitel hier nachkam oder noch kommen wird für uns jetzt im Let's Play. Dazwischen ist allerdings noch die andere Insel, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Und dann kommt ja erst dieser ganze Necrom-Bereich. Also, ja, cool, dass da schon so eine kleine Anspielung drin war. Hätte ich nicht gedacht. So, mit ihm können wir nicht sprechen. Ich weiß nicht, wer die Khajiit-Dame hier ist. Mit der können wir auch nicht sprechen. Dann sprechen wir noch ganz kurz mit Stibbons. Dann haben wir alle. Das war ja ein Erlebnis. Ich beneide euch um euer Leben voller Abenteuer und Wagnisse, meine Freundin. Manchmal stelle ich mir vor, mit nichts als einem Schwert und einem guten Paar Stiefel loszuziehen. Aber was würde dann aus Fürstin Laurent werden? Ohne mich wäre sie doch aufgeschmissen. Ihr hegt Gefühle für Fürstin Laurent, nicht wahr, Stibbons? Wie bitte? Nun ja, wie jeder andere auch. Sie ist eine gute und edle Frau. Höchst umgänglich, wenn sie nicht gerade nach Tee ruft oder mich auf den einen oder anderen törichten Botengang schickt. Es gefällt mir ganz und gar nicht, was ihr da andeutet, meine Liebe. Ich wollte euch nicht zu nahe treten, Stibbons, aber was ist passiert, nachdem der Fluch auf dem Eiland aller Flaggen gebrochen wurde? Nachdem der... Das habt ihr gesehen? Nun, nichts ist passiert, nicht wirklich. Zumindest nichts, worüber ich sprechen möchte. Fürstin Laurent war nicht sie selbst. Sie war noch immer aufgewühlt ob der unterdrückten Gefühle eines Kapitäns, der Ewigkeiten allein gewesen war und... Müssen wir das wirklich besprechen? Ich habe so ein Gefühl, dass die beiden sich da geküsst haben. Aber leider haben wir es jetzt noch nicht gemacht, weil es ja eine Nebenquest war. Schon gut, tut mir leid. Was kommt als nächstes für Fürstin Laurents getreuen Leibdiener? Nichts sonderlich Spannendes. Ich muss Listen schreiben, Kisten packen und Fürstin Laurents Sammlung von Kämmen, Bürsten und Rägfetischen sortiert sich auch nicht von selbst. Wir sehen uns sicher wieder. Meine Herrin weiß, eure Hilfe zu schätzen, auch wenn sie das nicht sagt.
Ja, und damit sind wir dann auch endlich durch, sowohl mit der Hauptstory wie auch mit den Gesprächen hier im Palast. Es tut mir wirklich leid, dass diese Folge wahnsinnig lange jetzt geworden ist. Ich muss mal schauen, ob ich die eventuell doch noch in zwei Teile schneiden werde oder ob ich das nicht tue und wir das alles in einen durchziehen, weil es ja nun mal die letzte Quest hier gewesen ist in dem Bereich. Wie ich schon angedeutet habe, wir werden von der einen zur anderen Insel gehen und uns dort noch nicht wiedersehen, weil wir müssen dazwischen ja noch einen Prolog machen. Dazu dann allerdings mehr im nächsten Teil vom Let's Play. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Meine Stimme lässt auch langsam wieder nach. Ich habe das Gefühl, ich schreie jetzt hier gerade rum ohne Ende. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil im Prolog wieder. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Oder in den nächsten zwei Teilen, je nachdem, wie lange er sein wird. Und ja, ich sage es dann einfach mal. Bis zum nächsten Teil. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.